Willkommen zu einer neuen Ausgabe von ePolitik. Wenn Sie diesen Beitrag hier auch in guter Qualität im Netz erleben möchten, dann wählen Sie doch jetzt bitte die Angebotsklasse HD-Video. Sollten Sie Probleme haben, wenden Sie sich doch bitte an Ihren Provider. Sie haben gewählt? Na gut, dann ab zum Thema. Netzneutralität gehört zu den wichtigsten Konstruktionsprinzipien des Internet. Danach reisen dort alle Datenpakete mit gleicher Geschwindigkeit. Art, Inhalt, Absender und Empfänger spielen keine Rolle. Provider und Knotenpunkte leiten alles unbesehen und bestmöglich weiter. Das bedeutet, das Internet ermöglicht Zugang zu allen Inhalten. Wer ein Online-Video anschauen möchte, muss dazu keinen anderen Service buchen als für das Verschicken einer Mail. Die Entscheidung für die Neutralität war wesentlich für den Erfolg des Netzes. Brechts Radiotheorie wird quasi Wirklichkeit oder ist Wirklichkeit geworden, nämlich dass der Empfänger auch zum Sender werden kann. Auch in der Bundesregierung schätzt man den Wert dieser offenen Architektur. Also zum einen muss man bedenken, dass das Internet so wie es heute funktioniert, mit Berücksichtigung der Netzneutralität ein ganz erheblicher Innovationsfaktor ist. Jedermann kann seine Ideen verwirklichen, jedermann kann neue Geschäftsideen beispielsweise platzieren, ohne dass er selbst eine neue Infrastruktur zunächst mal aufbauen muss. Für die Zugangsanbieter ist diese Art von Gleichmacherei jedoch wirtschaftlich unattraktiv. Zwar haben sie selbst die Flatrates erfunden, um mehr Menschen ins Internet zu locken, aber nun sehen sie sich in die Rolle eines Paketdienstes gedrängt, der jedes Päckchen nur zu einem Einheitspreis befördern darf. Viel lieber möchten sie das Netz nach einem neuen Tarifsystem bewirtschaften. Die Zahlungsbereitschaft der Kunden für unterschiedliche Dienste wäre dann ausschlaggebend für Transportgeschwindigkeit und Qualität. Diese Diensteklassen bieten wir nicht primär den Endkunden an, sondern den Internetunternehmen, die so die Möglichkeit haben, Dienste in einer unterschiedlichen Qualität bereitzustellen. Also wenn Sie beispielsweise YouTube nehmen, YouTube könnte Videos in HD anbieten und es könnte normale Videos anbieten in einer normalen Auflösung und dafür eventuell unterschiedliche Preise bei den Endkunden nehmen. Hinzu kommt, das Internet entwickelt sich zu einem multifunktionalen Beförderungssystem für alle Arten der Kommunikation. Angebote wie Telefonie oder Fernsehen wandern mehr und mehr ins Netz. Provider behaupten nun, dass sie dort eigene Zustellwege brauchen. Nur so könne die gewohnte Übertragungsqualität gesichert werden. Obwohl sich die Regierung immer wieder klar zur Netzneutralität bekennt, folgt sie dann in der Argumentation trotzdem immer wieder den Datennetzbetreibern. Im Entwurf zu einem neuen Telekommunikationsgesetz, da sind die entsprechenden Forderungen für eine Klassenregelung ganz klar vorgesehen. Was nun das sogenannte rechtsfreie Internet angeht, so werden da immer wieder neue Vorschriften gefordert. Der freie Zugang zum Netz allerdings, der soll gesetzlich nicht geschützt werden. Also ich glaube, es gilt das, was wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben, nämlich dass wir darauf vertrauen, dass der bestehende Wettbewerb die neutrale Datenübermittlung im Internet und anderen neuen Medien sicherstellt. Ich würde aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht so weit gehen, die Netzneutralität etwa durch gesetzliche Regelungen zu gewährleisten. Nach den Plänen der Regierung soll die Bundesnetzagentur in Zukunft darauf achten, dass dieser Wettbewerb zwischen den Anbietern funktioniert. Sie soll garantieren, dass wenigstens eine Art neutrales Basisinternet erhalten bleibt. Sprachlich hat ihr Präsident diese Aufteilung in ein Mehrklassennetz bereits vollzogen. Ich glaube, das ganz normale Internet wird von Jahr zu Jahr besser werden. Ich glaube nicht, dass wir an Kapazitätsgrenzen stoßen. Ja? Aber ich glaube, wenn das mit den Anbietern und auch mit den Telekommunikationsunternehmen möglich ist, dass es darüber hinaus noch eine dedizierte, bessere Qualität gibt, dann steht das nicht im Widerspruch zum offenen Internet. Die Industrie sieht in dieser Idee der parallelen Netze natürlich ebenfalls keinen Widerspruch zur Netzneutralität. Im Gegenteil. Es wird im Internet immer Chancengleichheit geben, wo jeder sich auswählen kann, welches Internet hätte er gerne. Ein stationäres Internet, ein mobiles Internet und welche Dienste hätte er gerne und was ist er bereit für unterschiedliche Dienste zu bezahlen. Kritiker bezweifeln das und sehen gerade im künstlich geschaffenen Gegensatz zwischen neuen Diensten und altem Internet die größte Gefahr. Denn für die Netzbetreiber wäre die Einführung von immer neuen kostenpflichtigen Expressdiensten wirtschaftlich viel interessanter als der Ausbau des Basisnetzes. Dieses könnte auf Postkutschenniveau zurückfallen, lautet die Befürchtung. Also die Gefahr, dass wir am Ende
nur noch ein schmalbandiges Standard-Internet haben für viele Nutzer und dann viele andere Dienste, die fernsehähnlich sind. Und dann sind eben die Nutzungsmöglichkeiten nur noch sehr eingeschränkt möglich. Also beispielsweise kann er nur noch Webseiten besuchen oder nur noch Webseiten, die keine Videos haben und muss extra bezahlen dafür oder ähnliche Sachen. Während sich heute die Inhaltepäckchen im Netz auf verschlungenen Pfaden ihren Weg zum Nutzer suchen, würden sie im sogenannten Next Generation Net auf den vorgegebenen Bahnen der Provider schneller, aber gegen Aufpreis transportiert. Ein umfangreiches Paketemanagement wäre dazu erforderlich. Und es stellt sich die Frage, wer entscheidet, aufgrund welcher Kriterien welcher Kunde welche Inhalte zu sehen bekommt und welcher Kunde was senden darf. Auch die IT-Beauftragte der Bundesregierung hat erkannt, dass eine solche Transportsteuerung am Ende doch zu Problemen führen könnte. Ich glaube, dass wir kein Interesse daran haben sollten, dass der Provider das Netz steuert. Wir brauchten dann Kriterien, nach denen gesteuert wird. Es wäre ein Eingriff in den Wettbewerb. Ich sehe die Gefahr, dass der Provider dann Inhalte, an denen er aus Wettbewerbsgründen selbst interessiert ist, bevorzugt behandeln würde. Unabhängig davon brauchten wir allgemeine Kriterien. Und dann kommen wir sehr schnell an eine Stelle, wo es darum gehen müsste, Inhalte zu beurteilen. Also brauchen wir doch ein Gesetz zur Sicherstellung der Netzneutralität? Die Politik, die will ja beides. Auf der einen Seite die Vorzüge des offenen Netzes und auf der anderen Seite den Datennetzbetreibern wirtschaftlich freie Hand lassen. Ob das am Ende dann wirklich so hinhauen wird, das werden Sie spätestens dann mitkriegen, wenn Sie zum Abrufen dieses Videos hier noch einmal zur Kasse gebeten werden. Aber vielleicht ist diese ganze Diskussion um Netzneutralität ohnehin schon Schnee von gestern. Denn wie viel Zeit verbringen Sie eigentlich noch im freien Internet und nicht schon lange in geschlossenen Umgebungen wie Facebook und Co.? Wie wichtig ist für Sie ein neutrales Netz? Sagen Sie uns Ihre Meinung und diskutieren Sie mit uns im Netz unter epolitik.zdf.de.